Tadagasana ist die Stellung des Teiches. Tadaga ist ein Teich. Es gibt zwei Asanas, die als Tadagasana bezeichnet werden. Zum einen eine Form der Rückenlage und zum anderen eine Form der Vorwärtsbeuge. Tadagasana als Rückenlage. Auf dem Rücken liegend, strecke die Beine nach vorne aus, strecke auch die Zehen nach vorne aus und strecke die Arme nach hinten aus. Mache dich so weit wie möglich und fühle dich, dass du weit bist wie ein Teich. Du liegst auf der Erde und der Himmel und die Sonne bescheinen dich von oben. Diese Tadagasana-Stellung ist die Ausgangsposition für einige Asanas, sitzende Stellungen wie auch liegende Vorwärtsbeugen und vieles mehr. Eine zweite Übung, die als Tadagasana bezeichnet wird, ist schlicht und ergreifend die Vorwärtsbeuge. Wenn du in der Vorwärtsbeuge bist und gerade wenn du sehr tief in die Vorwärtsbeuge hineinkommst, wie es Annika gerade vormacht, ist es auch so etwas wie, du bist wie ein Wasser. Du liegst gut gestützt auf der Erde. Du bist lang und du zerfließt wie Wasser. Von oben ist der Himmel, der dich bescheint und du kannst ganz entspannen. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir. Alles über Vorwärtsbeuge und ihre Variationen findest du in der Yoga-Vidya-App und auf yoga-vidya.de.